Herzlich willkommen in meiner Kochwelt. Heute gibt es seit langem endlich mal wieder eine leckere Suppe. Ich glaube, meine letzte Suppe war die Kürbissuppe und die kam ja bereits im Herbst. Das heißt, wir haben fast den kompletten Winter überstanden ohne ein leckeres Suppenrezept. Und deswegen finde ich, ist jetzt an der Zeit für eine leckere Karottensuppe. Und ich werde die nicht alleine servieren, sondern es gibt dazu leckere Käseklößchen oder so Käsebälle. Die werden aus einem leckeren Brandteig gemacht. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Zutaten für die Käsebällchen. Die bereite ich nämlich zuerst zu, damit die einfach schon mal backen können. Und dann werden wir gleich die Suppe machen. Ich brauche für die Käsebällchen 100 ml Wasser, 20 Gramm Butter, ich habe hier einen halben Teelöffel Salz, 70 Gramm Mehl, 80 Gramm Käse. Ich habe jetzt hier einen Parmesankäse genommen und habe den einfach frisch gerieben. Da könnt ihr aber auch zum Beispiel einen Gouda oder einen anderen nehmen. Aber der Parmesankäse schmeckt einfach richtig würzig. Dann brauche ich ein Ei und ich nehme noch einen Teelöffel Thymian, einfach so für die Würze. Das sind jetzt die Zutaten für die Käsebällchen und ich zeige euch auch gleich noch die Zutaten für die Suppe. Dann haben wir nämlich alles gleich durch. Das ist auch ganz wenig. Ich brauche etwas Olivenöl, so etwa 2 Esslöffel. Dann brauche ich eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, die müsste hier irgendwo liegen, aber ich sehe sie nicht. Ah, hier. Hier ein Stück Ingwer. Dann habe ich hier 600 ml Gemüsebrühe, Pfeffer. Ich benutze Curry und Chili zum Würzen und ich brauche später etwa 40 ml Schlagsahne und natürlich die Hauptzutat, hier meine Karotten. Das sind jetzt 550 Gramm und geschält sollten es etwa 500 Gramm werden. So, jetzt starten wir einfach direkt mit dem Rezept. Ich habe natürlich meinen Topf vergessen rauszuholen, aber hier ist er ja direkt. Und zwar nehme ich dafür jetzt einfach einen ganz kleinen Topf und stelle das einfach mal hier drauf. Und aus Brandteig werden übrigens auch Windbeutel hergestellt, die ich auch in kürzester Zeit mal herstellen werde. Aber ich hatte irgendwie noch nicht die Gelegenheit dazu. Ich gebe jetzt mein Wasser und meine Butter in den Topf. Und da kommt auch direkt Salz mit rein. Und jetzt wird erstmal die Butter in dem Wasser aufgelöst. Und dieser Teig heißt Brandteig, weil wir den gleich im Topf anbrennen werden. Aber das zeige ich euch. Und sobald sich die Butter gelöst hat, gebe ich jetzt auf einen Sprung das komplette Mehl mit rein. Und das muss man jetzt kräftig rühren, das ist ein kleiner Kraftakt, bis sich alles zu einem homogenen Teig verbunden hat. Und jetzt rühre ich das hier so lange, bis wir gleich einen weißen Belag auf dem Topfboden haben. Das heißt dann einfach, dass der Teig abgebrannt ist und dann können wir ihn vom Herd runternehmen. Müsst ihr halt rühren, 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 damit sich keine Klümpchen bilden. Und man sieht jetzt schon den weißen Belag am Topf, hier am Boden. Aber ich rühre jetzt einfach noch ein bisschen, weil ich noch ein paar Klümpchen habe. Und jetzt schalte ich den Herd aus, nehme meinen Teig heraus. Also ihr seht es jetzt hier ganz gut. Das ist jetzt so ein richtig zäher Teig. Und hier unten am Rand habe ich einfach diese weiße Kruste jetzt dran. Und ich gebe den Teig jetzt in eine größere Schüssel. Am besten einfach so eine Glasschüssel zum Beispiel und verteilt ihn ein bisschen, denn wenn er jetzt so als Kloß etwas abkühlen muss, dann dauert das natürlich ein bisschen länger. Ich verteile es jetzt so ein bisschen am Rand entlang, dann geht es einfach viel schneller. Und solange der jetzt ganz kurz abkühlen kann, denn jetzt kann ich das Ei noch nicht dazugeben, sonst gerinnt das Ei und mein Teig ist kaputt. Also ich lasse es so etwa 5 Minuten abkühlen und die Zeit nutze ich jetzt einfach, um meine Karotten zu schälen. Inzwischen ist der Teig jetzt etwas abgekühlt, so ein bisschen lauwarm darf er schon noch sein. Und jetzt werden wir das Ei einrühren. Und weil es per Hand einfach sehr schwierig geht, nehme ich jetzt einfach den Mixer und mache das damit. Ihr könnt aber auch zum Beispiel ein Handrührgerät mit Knethaken nehmen, das habe ich leider nicht. Und die große Küchenmaschine ist mir jetzt zu groß. Deswegen jetzt einfach mit dem Mixer kurz einrühren. Dann sieht das Ganze etwa so aus. Und jetzt gebe ich da einfach noch den Käse rein und Thymian und lasse es noch mal kurz vermixen und dann ist der Teig schon fertig.
Und jetzt nehme ich mir einfach einen Esslöffel und mache den in einem Glas Wasser nass und steche mir da jetzt vom Teig so kleine Stücke ab. Die sind jetzt so etwa walnussgroß. Jetzt könnt ihr auch die Finger ein bisschen nass machen und das Ganze zu runden Bällchen formen. Aus dem Teig entstehen jetzt so etwa 20 bis 25 Stück. Die setze ich jetzt hier auf ein Backblech mit einer Backfolie. Immer mal wieder Finger nass machen, sonst klebt nämlich der Teig. Normalerweise spritzt man ja so einen Brandteig eher mit so einem Spritzbeutel, gerade wenn man jetzt Windbeutel macht. Aber wir machen da jetzt Käsebällchen draus, deswegen machen wir das jetzt einfach so. Bei mir sind es jetzt ganz genau 25 Käsebällchen und die kommen jetzt im vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze, 220 Grad für etwa 13 bis 15 Minuten in den Ofen, bis sie schön goldbraun werden, und die Zwischenzeit nutze ich jetzt, um meine Suppe zuzubereiten. Zuerst nehme ich jetzt meine Zwiebel und die Knoblauchzehe und hacke die einfach ganz grob. Wir werden ja die Suppe später sowieso pürieren und deswegen muss das jetzt nicht ganz genau sein. Den Ingwer nehme ich jetzt, den schäle ich jetzt nicht ganz, sondern ich reibe einfach mit dem Löffel, hier also mit so einem kleinen Teelöffel, einfach so ein bisschen die Schale ab. Aber auch nur da, wo die Schale einfach hart ist. Die Ingwerschale ist ja sehr dünn. Da muss man da auch nicht so verschwenderisch sein. Oder ihr schält sie großzügig und nehmt dann zum Beispiel die Schale, um einen Tee zu machen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Und den dann einfach auch ganz grob hacken. Und jetzt gebe ich das schon gemeinsam mit meinem Olivenöl, also mit 2 Esslöffeln, in einen großen Topf und erhitze den Topf und lasse da alles jetzt glasig dünsten. Und in der Zwischenzeit kann ich schon mal die Karotten klein stückeln, einfach so in Scheiben schneiden. Und je dünner jetzt da die Scheiben sind, umso schneller kochen die Karotten eben auch gar. Und dann lösche ich das Ganze einfach mit der Gemüsebrühe ab. So. Und lasse es gleich aufkochen, und sobald es kocht, geben wir einfach noch die Karotten mit dazu. Die Karotten durften bei mir jetzt etwa eine Viertelstunde lang in der Brühe kochen und jetzt sind sie weich und jetzt wird die Suppe einfach nur noch püriert mit einem Pürierstab. Ich püriere jetzt die Suppe nicht komplett durch, damit ich einfach noch so ein paar Karottenstückchen mit drin habe. Ich finde es immer ganz schön, wenn man noch so ein bisschen Gemüse zum Beißen hat. So alt sind wir noch nicht und unsere Zähne sind auch noch gut. Wir könnten so ein paar Sucuk-Stückchen reinwerfen. Nein, Sucuk kommt nicht mit rein, Murat. Auch 2015 lassen wir manche Gerichte vegetarisch. So, wenn euch die Suppe jetzt zu dick ist, weil zum Beispiel zu viel Wasser verdampft ist, gebt da einfach noch ein bisschen Wasser rein. Ich gebe jetzt erstmal ein bisschen Sahne rein, also wie vorhin erwähnt, etwa 40 Milliliter. 40 bis 50. Natürlich. Muss aber auch nicht sein. Es könnte ja kalorienarm sein. Ganz genau. Und wenn sie euch dann noch zu dick ist, gebt da einfach nochmal Wasser rein und lasst es aufkochen. So, ich würze jetzt das Ganze und schmecke es ab mit etwas Pfeffer. Ich habe jetzt hier bunten Pfeffer, den hatte ich mir mal aus der Türkei mitgebracht. Finde ich immer ganz lecker, aber ihr könnt auch ganz normal schwarzen Pfeffer nehmen. Meiner ist halt nur gerade leer. Deswegen der bunte. Und am besten nehmt ihr da immer frischen Pfeffer, weil er einfach viel aromatischer schmeckt. Und das Aroma vom Pfeffer geht auch nicht so schnell verloren, wie wenn ihr jetzt bereits fertig gemahlenen nehmt. Dann würze ich das Ganze natürlich mit Chili. Ich mag es gern, wenn die Suppen etwas schärfer sind. Aber ich nehme nicht so viel wegen Murat. Und ein bisschen Curry. Und ich schmecke das gleich jetzt nochmal ab. Murat darf gleich probieren. Und ich wollte euch jetzt erstmal noch die Käsebällchen zeigen, die ich jetzt bereits fertig gebacken habe.
Die habe ich jetzt hier angerichtet in so ein kleines Schälchen und dann kann man die sich gleich nehmen und zur Suppe mit dazu essen. Boah, die schmecken gigantisch. Wirklich. Wahnsinn. Das freut mich. Das ist halt der Parmesankäse, der da einfach so dominant dann auch schmeckt. So, einmal kurz Suppe probieren. Die Käsebällchen können wir auch mal abends vom Ding. Vom Fernseher? Ja. Ja, stimmt. Kann man eigentlich auch so als Snack machen mit zum Beispiel einem Joghurt-Dip. Dann kann man die auch da rein dippen. Nee, ja, ich auch. Ganz gigantisch. Ich kann mir das gut vorstellen mit einer Sour Cream. Mhm. Also ich würze meine Suppe noch ein bisschen schärfer hat sie. Ich gebe da noch gleich ein bisschen Salz mit rein und dann serviere ich gleich die Suppe. Und jetzt serviere ich meine Suppe. Wie gesagt, ihr könnt sie gerne etwas dünner machen. Ich mag es gerne, wenn sie ein bisschen dicker ist und mit leckeren Stückchen drin. Und ich gebe da jetzt noch ein bisschen Pfeffer drüber, einfach auch für die Optik. Ein bisschen Chili für den Murat. Und jetzt gebe ich da noch ein bisschen Grün drauf, einfach Basilikum. Und ihr seht, ich habe das sonst auch gar nicht gewürzt, also mit anderen Kräutern kann man natürlich auch machen, aber ich finde, der Geschmack von der Karotte ist einfach so schön süßlich und passt einfach gut zu dem Chili, bisschen zum Curry. Und so kann ich die Suppe praktisch servieren. Und Murat, du darfst sie gleich mal probieren. Mit Käseball, genau. Bin ich mal gespannt. Ja, haben richtig viel Chili reingemacht, gell? Ja, du hast ja auch jetzt nicht vermischt, du hast ja jetzt von da oben. Oh, das war mal ein schöner Teller, den wollte ich noch fotografieren. Hallo. Echt klasse, wirklich. Also die Suppe schmeckt echt gut mit den Käsebällchen dazu und ich würde jetzt sagen, ich dekoriere jetzt einen neuen Teller, damit ich noch ein Foto schießen kann für Instagram. Da heiße ich übrigens auch Sallys Tortenwelt und der Murat hat sogar auch einen Instagram-Account. Murat, wie nennst du dich? Ich nenne mich Sallys Murat. Ganz genau. Eigentlich finde ich das blöd, ich wollte eigentlich nur Murat. Aber ich finde es gut. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt auch gerne dem Murat folgen und auch mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr euch vielleicht nochmal ein Suppenrezept wünscht oder ob es jetzt bei euch die Suppensaison so ein bisschen fertig ist, weil ja jetzt bald der Frühling auch wieder kommt. Das würde mich ganz arg interessieren und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da einfach einen Kommentar da lasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Und das Rezept gibt es auf sallys-blog.de.